Hallo, mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIOS Consulting. Und im Rahmen unserer regelmäßigen Buchempfehlung stellen wir Ihnen heute den Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor. Los geht's! In diesem Video stellen wir Ihnen die kostenfrei erhältliche Broschüre Katastrophenalarm – Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen vor. Herausgeber ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Regierung steht in der Pflicht, Mittel und Material zum Bevölkerungsschutz vorzuhalten. Dabei kommen verschiedene Rettungs- und Katastrophenschutzdienste zum Einsatz. Doch auch die Bevölkerung ist dazu aufgefordert, bestimmte Vorkehrungen zu treffen, um die Not in einer Katastrophe gering zu halten. Gleichzeitig müssen Betroffene wissen, welches Verhalten im Notfall die Chancen vergrößern. Das erfordert Aufklärungsarbeit und, im besten Fall, Übungen. Wie das Land eine Katastrophe übersteht, hat auch die Bevölkerung ein Stück weit selbst in der Hand. Zunächst stellt der Ratgeber die persönliche Notfallvorsorge vor. Ziel ist es, durch Lagerung von Lebensmitteln und Getränken wenigstens 14 Tage zu überstehen, falls die Infrastruktur zusammenbricht. Auch medizinische Notfälle soll die persönliche Notfallvorsorge berücksichtigen, sowie etwaige Vorerkrankungen der Betroffenen oder deren Familienmitglieder. In der Mitte des Ratgebers findet der Leser dafür eine Checkliste mit Mengenvorschlägen zum Abhaken. Weil richtiges Verhalten großen Einfluss auf den Ausgang eines Notfalls nehmen kann, stellt der Ratgeber 4 Notfallszenarien vor: Unwetter, Feuer, Hochwasser und CBRN-Gefahrstoffe, also Emissionen chemischer, biologischer, radioaktiver oder nuklearer Natur. Diese können insbesondere im Umfeld industrieller Anlagen auftreten und sind von der Bevölkerung kaum als solche erkennbar bzw. wahrnehmbar, was sie am Ende noch gefährlicher macht. Zu jedem Szenario erhält der Leser Tipps, wie er bei der Vorsorge vorgehen kann, um die persönlichen Auswirkungen zu mildern. Die Hinweise reichen vom Brandschutz der eigenen Immobilie bis zur Vorbereitung auf Hochwasser in den entsprechenden Gebieten. Natürlich erfährt der Leser auch, wer im Notfall zu informieren ist und lernt die vom Bundesamt vorgestellte Gefahren- und Katastrophenwarn-App NINA kennen, die die Bevölkerung bei Großschadensereignissen informiert. Auf dem Umschlag sind die Telefonnummern von Polizei und Feuerwehr vermerkt und zusätzlich ist auch Platz vorgesehen für die Rufnummern lokaler Rettungsdienste und Versorger. Dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist mit der Broschüre Katastrophenalarm, Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen, eine übersichtliche Zusammenstellung der häufig auftretenden Gefahren gelungen. Zudem nennt er nicht nur je Schadensereignis die relevanten Hilfskräfte, sondern führt außerdem praxiserprobte Tipps zur Vorsorge und zum Durchhalten auf. Gleichzeitig fordert der Herausgeber dazu auf, die Initiative zur Selbstrettung durch die Vorratshaltung von Lebensmitteln und Trinkwasser selbst in die Hand zu nehmen. Und zwar jetzt, bevor die Katastrophe eintritt. Unsere Leseempfehlung gehört in jeden Haushalt. Den Link zu diesem kostenfreien Ratgeber finden Sie wie immer unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen!